Es geht wieder mal um EDC-Ausrüstung. Das sind aktuell meine liebsten EDC Tactical Pens von Böker. Einmal schwer und einmal ultra leicht. Und wenn du wissen willst, ob das was kann, ob es auch etwas für dich ist und wie alltagstauglich die Teile sind, dann bleib dran. Hallo und willkommen, das ist der René Rossmann. Schön, dass du dabei bist. Diese Teile hier habe ich mal auf Amazon gecheckt. Sind nicht ganz billig, aber doch haben einen gewissen Coolness-Faktor. Aber das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Groß, oh, jetzt fällt es mal gleich runter, ist diese Pen natürlich nicht, also dieser Stift definitiv nicht. Hat da diesen Bajonettverschluss, das bedeutet nach unten schieben, dann nach vorn oder nach hinten, wie auch immer, und das rastet dann ein und somit kommt die dazugehörige Mine raus. Das geht sehr, sehr einfach. Das hat auch einen gewissen Suchtfaktor. Also ich mache das da, also es kann ja sein, dass ich einen Totalknall habe. Es kann nicht nur sein, sondern es ist fix so, dass ich einen Totalknall habe, denn ich spiele die ganze Zeit irgendwie mit dem Messern und so. Aber ist egal, lassen wir das. Reden wir über das, nicht über mich. Das hat auch so wie Messer öffnen, ein bisschen so ein, du verstehst schon, was ich meine. Das hier ist die Carbon-Ausführung, leider nicht billig, das ist absoluter Wahnsinn, ja. Aber ich mache das ja nur aus Berufsgründen, nicht weil es mich privat interessieren würde, niemals, nur aus Berufsgründen. Kostet wirklich eine Lawine, das Teil hier. Aber zuerst habe ich mir eigentlich muss man es ja so sagen, als erstes habe ich mir dieses schöne Stück gekauft. Das ist Edelstahl, funktioniert genauso, hier mit diesem Clip, dann der dazugehörige Öffnenmechanismus. Das funktioniert wirklich sehr, sehr gut, sehr, sehr schön, sehr, sehr stabil, ist auch wirklich stabil, sozusagen als, auch als Tactical Pen einsetzbar. Gut, wie auch immer. Auf jeden Fall alles cool, alles wunderbar, super. Aber das Ding ist halt extrem schwer. Das ist vielleicht, wenn man das wirklich als Fingerklopfer und Meinungsverstärker benutzen will, sicherlich auch von Vorteil. Aber im Alltag, weißt du, wenn du das da so im Hemd hängen hast, ja, zieht das nach unten. Nein, ernsthaft. Also ich wollte einfach eine leichtere Variante haben. Und daher habe ich mich dann für die Carbon entschieden. Aber ich möchte auch über die Schattenseiten von diesem Teil hier sprechen. Nummer 1. Das ist keine Schattenseite, sondern das ist eine positive Seite. Das passt zu einer Standard-Mine rein. Das ist einmal gut. Aber jetzt der Nachteil. Schau mal hier. Hier hast du den Clip. Und gegenüber ist dieser Bajonettverschluss. Das bedeutet, wenn du das jetzt zum Beispiel im Hemd tragst, dann ist genau auf der Rückseite, also so steckt das drin, zu deinem Körper ist dieser Hubbel. Jetzt kann man sagen, ja Rainer, du bist so eine sensible Diva. Das gebe ich zu. Aber es gibt natürlich, also das kann da drücken, besonders wenn man kleine Mädchen drückt. Ich habe eine Tochter, kriegt die jetzt ein bisschen über 2 Jahre alt, ich muss die ganze Zeit tragen und, ah ja, Papa, und ja, das scheuert er richtig. Da habe ich es gemerkt. Aber wo es natürlich auch ein Thema ist, ist, wenn man es zum Beispiel in meine geliebte Vaporate einbaut. Das bedeutet, ich habe hier jetzt diesen Organizer. Es geht auch super rein, schau mal her. Aber, schau mal, siehst du es? Genau da an der Stelle drückt das da rein und das kann halt, wenn du, besonders wenn du so mit Molle oder etwas, das hakt so ein bisschen und da bin ich irgendwie bitzelig. Nein, ernsthaft, nein, es ist jetzt kein großes Problem, aber es ist ein gewisser Nachteil. Soll bedeuten, der reine Schweine würde sich wünschen, ich darf mir ja was wünschen, ja? Und zwar, dass dieses Ding bei der nächsten Version, scharfschalten wieder, danke, hier seitlich angebracht ist, denn dann steht auch dieses Bajonett seitlich raus. Aber könnte natürlich sein, wenn man mehrere Stifte hat, dass das dann da aneinander schlägt. Alles hat Vor- und Nachteile, aber es ist eh wurscht. So, das Ding ist extrem stabil, schreibt auch irrsinnig gut. Weil ich nämlich eine gute Mine reingegeben habe. R wie Reine. Nein, ernsthaft. Liegt gut in der Hand. Das passt. Also beim Schreiben ist es super, weil dieser Bajonett, wenn ich jetzt als Rechtshänder, ja, schreibe ich und drückt mir nicht in die Hand. Und auch beim Linkshänder geht sich das gut aus. Also mit links kann ich nicht schreiben, aber wurscht. Das geht sich auch aus. Das ist also alles gut gemacht. Das gefällt mir sehr gut. Für dich ist natürlich jetzt die Qual der Wahl. Ob dieses Kaliber 50, glaube ich, heißt das Teil, in Carbon ausführen, das ist wirklich ultra leicht. Wirklich ultra leicht und ich finde das auch total ansprechend und schön. Aber das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden und ob das überhaupt was für dich ist. Ja, passt ganz gut. Ich trage die Teile jetzt aktuell herum und finde die total super. Ich habe noch ein zweites Tactical Pen, also das ist noch viel kleiner. Wenn ich das auch vorstellen soll, bitte schreib mal unten einen Kommentar. Ja. Letzte Frage. Jetzt weißt du, dass ich ja absolut verrückt bin nach Oldie Curry Scheiden, wie zum Beispiel von unserer billigen Eigenwerbung, unserem Victorinox. Das Knives for Hawk, das hat damit nichts zu tun, aber hast es wahrscheinlich auch hier gesehen und so weiter und so fort. Wäre es cool, würde es Leute geben, die sagen, die brauchen das, zum Beispiel für eine Tactical Pen
Ich weiß, dass die Hülle jetzt nicht passt, aber dass man das so tragen kann, dass man es dann auch rasch ziehen kann, zum Schreiben natürlich. Was hältst du davon? Schreib mal gerne einen Kommentar, wie du das siehst und wie du, ob du das für gut oder schlecht empfindest. Würde mich irrsinnig interessieren. Ich glaube, das war's. Billige Eigenwerbung. Den Link zu all den Produkten hier findest du natürlich hier unten und sowieso und überhaupt einen Daumen nach oben und sowieso und dein Rainer Rossmann. Ciao, ciao.